Die Skulptur Quo Vadis von David Czerny, die vor dem Landeshaus in Kiel präsent war zum Tag der Deutschen Einheit, ist dieses Jahr auf der Nordart in Büdelsdorf zu bewundern. Diese Skulptur erinnert an ein wirklich ganz großes historisches Ereignis. Und zwar im Herbst 1989 fuhren viele DDR-Republikflüchtlinge, ganze Familien mit kleinen Kindern, fuhren zur deutschen Botschaft nach Prag mit ihren Trabanten und stellten dann in der deutschen Botschaft dort ihre Anträge auf Ausreise und warteten auf die Genehmigung. Da wurden riesen Zelte im Park aufgebaut. Es waren nachher mehr als 4000 Menschen, die dort warteten. Das Ganze fand dann einen doch ungemein bewegenden Abschluss, dass damals Außenminister Genscher auf den Balkon trat der Prager Botschaft und dann von dort verkündete in den Park hinein den ganz berühmten Satz. Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise. Und darauf ein tobender Applaus und man konnte eigentlich gar nicht mehr hören, dass er sagte, möglich geworden ist. Und damit ist diese Skulptur von David Czerny ein Symbol für die friedliche Revolution der DDR-Bürger und ein Symbol für den Mut und die Hoffnung der Menschen, die sich damals auf den Weg machten in eine ungewisse Zukunft.